Ja, ich hoffe, dass ich Ihnen hier heute die Möglichkeiten, die Facetten des Kinderyogas im Bildungsbereich nahebringen kann. Mein Name ist Karina Kriewildinger. Ich bin Schulleiterin an der Grundschule Brotdorf und ebenfalls ausgebildete Yogalehrerin in den Bereichen Hatha, Vinyasa und Klang. Und ja, hatte das große Glück, beim LPM die Fortbildung Kinder-Yoga für Kitas und Schulen mit der wunderbaren Petra Prusowski, ja, dass ich da teilnehmen durfte. Das war ganz fantastisch. Und die Petra Prusowski kann heute leider nicht dabei sein. Aber ich hoffe von Herzen, dass die Begeisterung, die diese wunderbare, inspirierende Frau weitergegeben hat, ja, dass ich davon einen kleinen Teil heute an Sie, an euch ebenfalls weitergeben kann. Ja, ich möchte noch kurz eine kleine Formalität vorweg. Im Yoga verwenden wir die Sprache des Herzens. Daher würde ich gerne ein wertschätzendes Du verwenden, was nachher auch bei der Anleitung sehr hilfreich sein wird, damit Sie, damit ihr dann entsprechend auch so bei den Kindern anleiten könnt. Ja. Als erstes möchte ich gerne mit euch teilen, wie ich überhaupt zum Yoga gekommen bin, denn das ist so ein bisschen der Kernpunkt, warum ich heute hier bin und warum ich das so gerne mit euch teilen möchte. Dazu kann ich sagen, ich bin ein sehr bewegter Mensch, sowohl im Außen als auch im Innen. Viele, die im Bildungsbereich tätig sind, kennen das bestimmt. Also es fällt mir persönlich sehr schwer, meinen sogenannten Affengeist zu beruhigen, Ruhe zu bringen. Bin sehr häufig noch in der Vergangenheit gedanklich, überlege, analysiere, reflektiere und bin gleichzeitig schon nochmal am Planen, am Entwickeln. Ich bin selten im Hier und Jetzt und das hat mich in der Vergangenheit und immer noch häufig an meine Grenzen gebracht, körperlich als auch emotional. Und ich musste mir das hart erarbeiten, nochmal achtsam zu werden, bestimmte Mechanismen mir anzutrainieren. Das Yoga war für mich da ein ganz wesentlicher Schlüssel zum Spüren, was brauche ich eigentlich. Und in dieser schnelllebigen Zeit voller Eindrücke ist es kein Wunder, dass so viele erwachsene Menschen dieses Hinspüren einfach verloren haben. Ich denke, damit bin ich nicht alleine. Die Yogakurse boomen. Ja, viele Menschen sind auf der Suche nach Halt, nach Achtsamkeit, nach Rückzug der Sinne, weil einfach alles so voll ist. Und auch in der Schule sehen wir das, erleben wir das und spüren wir das, dass die Kinder mit Konzentrationsproblemen sich vielleicht auch selber von der Wahrnehmung her gar nicht mehr richtig wahrnehmen können. Und ja, warum sollte man an dem Problem, wenn es denn da ist, losdoktern? Warum kann man da nicht präventiv arbeiten? Und da muss ich sagen, als diese Ausschreibung vom LPM über die Kinder-Yoga-Ausbildung mit Petra reinkam, war mein erster Gedanke, wow, wie wunderbar wäre es, wenn schon die Kleinsten lernen könnten, welche Methoden und welche Skills, welche Dinge in den Alltag integriert werden können, um eben dieses kindliche Hinspüren zu erhalten und nicht im Erwachsenensein zu verlernen. Und da bietet Kinder-Yoga einfach eine ganz große Chance und das möchte ich heute mit euch und mit Ihnen teilen. Ich beginne jetzt mal kurz mit der Präsentation, damit ihr einen kurzen theoretischen Ablauf bekommt. Bestätigen. Ist sie da? Sehr gut. Kurzer Überblick über den Workshop heute. Es gibt jetzt einen kleinen theoretischen Teil von ungefähr 10 Minuten. Dann gehen wir direkt in die Praxis. Also wir werden heute ganz, ganz viel praktisch arbeiten. Und ich hoffe, ihr macht da auch rege mit. Dann wir einen Sonnengruß für Kinder erarbeiten. Da dürft ihr einfach intuitiv mitmachen. Da geht es nicht um richtig oder falsch, sondern ums Reinspüren, reinfinden. Dann gibt es hier den Punkt Konzentration, Wahrnehmung, Achtsamkeit. Da werden wir spüren,
und Übungen durchführen. Es gibt Yoga-Spiele und es gibt einem am Ende eine Bewegungsgeschichte mit einer Entspannung. Ja, kurze Frage vorweg. Da könnt ihr mir gerne im Chat kurz eine Rückmeldung geben. Habt ihr das Skript im Vorfeld erhalten? Das wäre noch eine wichtige Info für mich, ob es bei euch eingegangen ist. Okay. Auf jeden Fall im Nachgang bekommt ihr alles, was wir hier haben, als Skript. Und ihr bekommt noch eine umfassende Spielekartei, die ihr euch ausdrucken und direkt so einsetzen könnt. Wie wir eben besprochen haben, auch die Präsentation. Gut. Soweit, so gut. Ah, nein, ich muss noch einmal zurück. Ich habe nämlich eine wichtige Übung vergessen. Wieder mal, jetzt ist hier wieder mein Affengeist mit mir durchgegangen. Bevor wir starten, möchte ich euch einen Moment innezuhalten und mal hinzuspüren, wie es dir jetzt im Moment geht, und dann eine ganz kurze Rückmeldung im Chat dazulassen. Wenn du vielleicht heute Morgen super drauf bist und dich auf den Tag freust und jetzt voller Vorfreude bist, kannst du einen Plus schicken. Ein Kringel, wenn du es vielleicht nicht so richtig weißt, und ein Minus, wenn du traurig oder wütend bist. Vielleicht hatte ich der Technik Stress heute Morgen auch so, ja, so gestresst und gestört, dass es dir jetzt einfach nicht gut geht. Ein kurzer Kringel würde mir reichen, in mir eine Sekunde mal reinzuspüren, wie es dir jetzt geht in diesem Moment. Ich möchte euch erst einmal etwas über die Besonderheiten vom Kinder-Yoga erzählen. Ja, viele von euch kennen das Yoga vom klassischen Hatha-Yoga oder sind vielleicht damit auch noch gar nicht in Berührung gekommen. Beim Kinder-Yoga ist der zentrale Knackpunkt erstmal die Abwechslung, das Wechselspiel aus Bewegung und Entspannung. Die Asanas, die einzelnen Übungen werden nicht so lange gehalten. Es werden auch Ideen der Kinder mit einbezogen in alles, was wir rund um das Kinder-Yoga praktizieren. Und es gibt auch eine interaktive Beteiligungsmöglichkeit. Dazu gebe ich euch nachher noch ganz konkrete Impulse. Und es gibt immer Raum für Gedanken und Gefühle der Kinder. An jede Fantasiereise, an jede Übungssequenz findet nochmal ein Austausch statt, damit die Kinder sagen und teilen können, wie es ihnen damit ging und wir da nochmal miteinander ins Gespräch, in Kontakt kommen können. Und es geht auch um das Experimentieren mit dem eigenen Körper. Natürlich geben wir Impulse den Kindern dafür, wie die Haltung eingenommen wird. Aber es spricht nichts dagegen, da mal ein bisschen zu experimentieren in die eine Richtung, in die andere Richtung und das Gleichgewicht des eigenen Körpers nochmal auszuloten. Ja, das ist anders als beim klassischen Hatha-Yoga. Wenn wir im Bildungsbereich Kinder-Yoga einbringen, dann hat das zum einen eine präventive, gesundheitsfördernde Wirkung. Klar, die Muskulatur wird gekräftigt, das Körpergefühl wird gestärkt, die Durchblutung gefestigt, der Gleichgewichtssinn, die Motorik, die Koordination. Es fördert aber auch die aufrechte Haltung, und zwar nicht nur körperlich, sondern auch emotional gefestigt und gestärkt. Wir wirken der Reizüberflutung des Alltags entgegen. Und das Schöne ist, dass im Kinder-Yoga jedes Kind sich so angenommen fühlen kann, wie es ist. Konkurrenzdruck kennen wir hier nicht. Nichts ist richtig, nichts ist falsch. Und auch Kinder mit körperlicher Beeinträchtigung können beim Yoga teilnehmen. Die Voraussetzung ist das Atmen. Solange du atmen kannst, kannst du Yoga praktizieren. Und so helfen wir den Kindern dabei, inneren und äußeren Halt durch unsere Angebote. Zusätzlich stärken wir im Bildungsbereich. Auch da kann es mögliche Wirkungen haben, und diesen Effekt habe ich in meiner Praxis deutlich gespürt, dass das Selbstbewusstsein einfach gestärkt wird, die Konzentration durch immer kleine Impulse zwischendurch, aber auch die Integration beider Gehirnhälften, die Entwicklung von Achtsamkeit, mal hinhören, in das eigene Selbst, die Fantasie wird angeregt und gleichzeitig auch die Sprachförderung, da wir mit Sprache, mit Bewegungsversen, mit Wortschatztraining im Prinzip arbeiten. Jede Yogastunde ist Wortschatztraining einfach par excellence eigentlich, oder jede Yoga-Sequenz. Und was ich persönlich noch sehr deutlich beobachtet habe, ist, dass einfach die Lerninhalte, die man aufgreifen kann,
nochmal nachhaltiger gefestigt werden. Eigentlich kannst du jeden Lerninhalt mit einem Yoga-Element verknüpfen und so einfach nochmal ganz andere neuronale Strukturen bahnen und ja, die Lerninhalte nachhaltiger und vor allem ganzheitlicher festigen. Das ist eine sehr, sehr große Chance des Kinder-Yogas. Ja, es kann Auswirkungen im Bildungsbereich haben. Die Kinder können ihr Potenzial entfalten. Wir fördern es. Wir machen ein Angebot. Ja, also es ist kein Allheilmittel. Das muss man ganz deutlich sagen. Kinder begleiten und unterstützen, dieses Angeleitet wahrzunehmen. Und wenn Kita, Schule, Elternhaus, wenn alles zusammenspielt und die Kinder halt diese Mechanismen trainieren können, werden sie es in ihrem Alltag hoffentlich beibehalten und auch mit ins Erwachsenenleben tragen. Und das, ja, das ist so meine große Hoffnung. Dann ist es natürlich Bildungs- und Erziehungsarbeit auf allen Ebenen. Und es ist im schulischen Kontext auch eine ausgleichende Ergänzung. Zum häufigen Sitzen in vielen Klassen ist es ja immer noch so, auch wenn Bewegung und Selbstbestimmung da ja ganz, ganz großen Einzug schon gehalten hat. In Gott sei Dank sehr, sehr vielen Kollegien. Nichtsdestotrotz sind diese Sequenzen einfach unfassbar bereichernd, sowohl für die körperliche als auch für die geistige Flexibilität. Und das Allerwichtigste ist, dass es nicht zusätzlich zum Unterricht laufen soll, sondern wunderbar integrierbar ist. Also wer auch immer jetzt denkt, klingt nett, aber wann soll ich denn jetzt auch noch Yoga machen? Ich weiß, ihr habt alle mehr als genug zu tun, aber es geht wunderbar mit integriert, Hand in Hand. Auch diese Smiley-Runde, die wir eben gemacht haben, mache ich vor jeder Stunde. Ich bin nur Fachlehrerin und ich möchte, dass die Kinder erstmal spüren, wie es ihnen geht und wir wissen, wie wir uns irgendwie anpacken können. Und dann kann man hinten raus Störungen definitiv vermeiden. Spart quasi Zeit. Ja, Förderbereiche liegen auf der Hand. Wahrnehmung, Achtsamkeit, Konzentration, Entspannung und natürlich auch die Körperhaltung. Also ein ganzheitlicher Lernansatz, ne, für eine ganzheitliche Verknüpfung der Lerninhalte. Und entgegen dem, was man so im Allgemeinen oft denkt, dass Yoga Asana-Praxis ist, also die Körperhaltungen einnehmen, es ist so viel mehr, es ist Wahrnehmung, es ist Achtsamkeit und es ist auch der Umgang mit sich selbst und der Umgang mit der Welt. Und das ist es doch, was wir den Kindern eigentlich in unserem täglichen Unterricht vermitteln wollen und wahrscheinlich auch tun. Deshalb daher schon mal der Impuls, das machen und das muss einfach nur weiter ausgebaut werden. Und ja, eigentlich seid ihr alle schon mittendrin im Kinder-Yoga. Ja, zu den Asanas, zu den einzelnen Haltungen im Kinder-Yoga kann man gemeinhin sagen, dass sie eher in Anlehnung an die Tiere und Naturphänomene benannt sind. Ich zeige euch gleich ein paar Beispiele. Ja, so sind heißen die Haltungen dann Hund, Katze, so kann man sie im Hatha auch benennen, aber es gibt ja da immer noch Sanskrit-Namen. Die verwenden wir im Kinder-Yoga auf gar keinen Fall. Es sei denn, die Kinder fragen natürlich danach, da ist ihr Mitbestimmungsrecht natürlich auch ganz groß, wenn Kinder nach den Sanskrit-Namen fragen, weil sie es vielleicht von der Mama gehört haben. Immer gerne, das nur so nebenbei. Ja. Die Herangehensweise, wie wir es auch gleich machen, also wir machen es heute so, wie wir es auch mit den Kindern machen, erstmal ganz intuitiv, spielerisch. Der Atem fließt im Gegensatz zum Hatha-Yoga auch intuitiv im Kinder-Yoga. Also wir leiten die Atmung nicht gezielt an, Ausnahme, wenn wir Tierlaute tönen. Das machen wir nachher auch noch, dürft ihr gerne auch zu Hause praktizieren dann. Und es gibt immer eine thematische Einbettung des Ganzen. Ja, die Asanas werden in eine Geschichte eingeflochten, in ein Gedicht oder gerne auch in einen Unterrichtsinhalt, um ja, da nicht zusätzlich was zu machen, sondern eben im Unterricht das Ganze einzubinden. Und wir arbeiten ganz stark mit Affirmationen, Stärke, Kraft, Selbstvertrauen, dass die Kinder einfach sich dann auch entsprechend in dieses Gefühl einfinden können. So, ich habe zum Beispiel, glaube ich, auf der Präsentation den herabschauenden Hund. Ich muss kurz das Mikrofon mitnehmen. So, der sieht dann in etwa
so aus deinem Mund. Unten schauen, mit der Schwänze wählt. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Dann hätten wir da noch eine Katze. Die Katze, die miaut, diesen Vierfüßler stand und macht miau, 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 miau. Ja, das so als Beispiel mal weg. Da zeige ich euch einfach mal eine Asana-Karte hier groß rein, ob man sieht. So. Da ist nämlich auch immer noch zur Katze, die ich euch gerade gezeigt habe. Mikro nicht vergessen. Also zu allen Asanas immer noch so ein schöner Vers dabei. Hier haben wir zum Beispiel, die Katze macht den Rücken rund, dann wird er hohl, das ist gesund. Ja, und so haben wir dann auch immer noch so ein bisschen Sprachgefühl mittrainiert, wenn wir es denn möchten. Auf den Vers kannst du verzichten, du kannst ihn auch mit einbringen im Unterricht, ganz wie du möchtest und auch ganz situationsbezogen. Ja, hier einige Anregungen. Für den Anfangsunterricht Deutsch zum Beispiel kannst du mit den Asana-Karten Anlaute einführen, ja, die Katze und dann die entsprechende Asana ausführen. Du kannst Wörter bauen. Es gibt ein Asana-ABC und die Kinder können die Haltungen einnehmen und schreiben. Du kannst Asana-Karten nach dem Alphabet sortieren lassen, ein Schleichdiktat dazu machen, zum Beispiel zu den Versen. Die Kinder können eigene Sprachverse erfinden. Du kannst Sprachspiele wie zum Beispiel Wer bin ich ausführen und dort Wortschatzarbeit, ja, beschreibe ein Tier mit Adjektiven, wer bin ich, ja, dass man das dann so spielt, wir werden es nachher hoffentlich noch schaffen, das zu machen. Und Bewegungsverse sind natürlich auch immer ein guter Sprachanlass. Im Sachunterricht eignen sich hervorragend Massagen zu allen möglichen, ob du im Herbst mit den Kindern Dinge sammeln lässt draußen, Eicheln, Kastanien, Zapfen und die können sich damit massieren und das Ganze wahrnehmen. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, ja, zum Thema Schwimmen und Sinken, einfach mal mit geschlossenen Augen Wasser fühlen. Es gibt einfach unzählige Möglichkeiten, auch das Ganze thematisch in Asana-Bewegungsgeschichten einzubinden. Da sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und man kann auch aus allem möglichen Mandalas auf den Boden legen mit Kindern. Wir haben es schon mit Müll gemacht, zum Thema Mülltrennung. Zuerst hat jeder irgendwas mitgebracht, wir haben ein Mandala gelegt. Und es ist den Kindern sehr schwer gefallen, das nachher aufzulösen und den Müll getrennt in die Mülleimer zu bringen. Das war jetzt ein kleines Beispiel. Ja, für den DATS-Unterricht, also Deutsch als benutze ich die eigentlich eine Kinder-Yoga-Stunde, weil ich die Ausbildung gemacht habe, weil einfach ja, das Wortschatztraining da so stark wird und so empfohlen. Und auch da kann man es wunderbar integrierend einbringen. Ja, so dass das mit den Asana-Karten nicht geklappt hat eben. Ja, noch kurz zur Integration im Unterricht. Also dass der große Vorteil ist, dass es nicht zusätzlich ist. Es ist keine zusätzliche Belastung, es ist am Anfang nur eine Umstellung, das immer wieder einfließen zu lassen. Denn der Zauber kennt ihr alle. Wenn ich das nur mal mache, ich mache jetzt mal eine Kinder-Yoga-Stunde, ist wahrscheinlich einfach einmal im Monat einen Yogakurs besucht. Es wird kein nachhaltiges. Wichtig ist hier die tägliche Praxis und das tägliche Einfließen lassen, damit es für die Kinder zur Selbstverständlichkeit wird. Du kannst vor allem visuell, auditiv, kinästhetisch, ist alles dabei und es werden vielfältige neuronale Verknüpfungen hergestellt.